Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Jack Keane. Auf geht's. Wir haben einen Job zu erledigen. Damit wir den Pinsel bekommen. Also, was hat er gesagt? Die Mutter von seinem zukünftigen Schwiegersohn. Geldverleiherin. Wer ist das? Ist das sie hier? Ich rede einfach mal mit ihr und dann sehen wir, ob sie das ist. Hallo, kann ich weiterhelfen? Ah, sie ist es tatsächlich. Und sie ist die Mutter von irgendjemandem und der wiederum sollte die Tochter von Giuseppe heiraten. Ich habe ihren Namen vergessen, aber ist ja egal, so. Los, Weib, rück Loretta raus, aber plötzlich. Loretta? Ach so, Loretta. Oh je, schickt dich etwa der alte Gopesch? Oder dir fehlt gleich ein Finger. Hat sie mir die harte Tour durch, oder? Ist eigentlich wurscht, ob wir sagen. Aber sie wirkt ehrlich gesagt eigentlich ziemlich freundlich jetzt bisher und verständnisvoll. Ich sage jetzt einfach mal das hier. Ja, der alte Kerl hat mich geschickt. Der alte Kerl kann's wohl nicht lassen. Ja. Aber gut, wenn ihm Loretta so viel bedeutet, ist mir das doch egal. Schön. Auch wenn ich sie ihm aus gutem Grund weggenommen habe. Aber ich will mal gnädig sein. Loretta befindet sich in einer Kammer im alten Sumpfdorf. Loretta ist in einer dunklen Kammer eingesperrt? Ja, dunkel ist es dort auch. Wie barbarisch. Findest du? Hier hast du jedenfalls den Schlüssel. Und bestelle deinem Freund Gopesch, er soll sich nicht so aufführen. Die Hochzeit hat nicht stattgefunden und ich bin weiterhin der Boss. Ja, ich habe ehrlich gesagt nicht mehr ganz im Kopf, was das jetzt alles zu bedeuten hat. Ist das nicht die Tochter von Gopesch? Der Schlüssel zu Lorettas Luke. Und wer ist Loretta dann? Das kapiere ich nicht so ganz. Ist Loretta die Tochter? Gehen hier mehrere Hochzeiten vonstatten? Ich weiß es nicht. Geöffnet. Schön. Eine goldene Hühnerstatue. Und ich habe sonst was befürchtet. Das ist Loretta? Eine goldene Hühnerstatue. Und ich habe sonst was befürchtet. Ach so. Na gut. Dann bin ich eindeutig weniger verwirrt, als ich es vorher war. So. Na los, komm schon. Da hast du es. Ah, da ist sie ja wieder. Meine liebe Loretta. War die Trophäe für meinen berühmten zweiten Platz beim Hühnerzuchtwettbewerb 81. Cool. Junge. Und ich dachte die ganze Zeit... Gut gemacht. Du kannst den Pinsel mitnehmen. Schön. Her damit. Groß, breit und mit festen Borsten. So mag ich meine Pinsel. Wenn ich so rum, ist schneller. Wenn ich so rumgehe, dann haben wir nämlich einen Ladebildschirm weniger. Oder das heißt Ladebildschirm. Eine Blende weniger. Huch. Da können wir jetzt endlich loslegen. Los geht's. Mit dem Teer habe ich das Boot wieder in Form gebracht. Wo ist die Planke hin? Also, jetzt kann wirklich nichts mehr schief gehen. Was war das jetzt für ein Bonus? Ich habe nicht schnell genug lesen können. Also, kann ich jetzt ablegen oder wie? Ich lege ab. Und jetzt bewundere die Künste eines echten Seemanns. Ich wette, wenn du fährst, dauert es bis in die Nacht. Ach was, ich bin ein toller Ruderer. Inzwischen.
Bibu, piep, lade Bildschirm. Schalalala, lade Bildschirm. Schalalala. Schau mal, jemand hat Matsch aus Jacks Schiff gemacht. Oh nein. Ich weiß, mein Lieber, das wolltest eigentlich du übernehmen. Ja. Das tut mir leid. Hoffentlich ist Jack nicht untergegangen. Wie sollen wir sonst seinen Kopf mit nach Hause nehmen? Keine Sorge, Großer. Wir warten, bis es dunkel ist. Dann sehen wir uns mal um. Ich habe Hunger. Na und? Hast du von der Geschichte von den beiden gestrandeten Matrosen gehört, die schrecklichen Hunger hatten? Nein. Wieso? Der eine hat dann den anderen aufgegessen. Ich schlage vor, wir sehen uns doch lieber sofort um. Fein. Okay. Wie zum Teufel haben die uns gefunden? Okay, dass sie uns bis Kapstadt verfolgen konnten, sehe ich ein, aber wie Tooth Island, wie finden... Ach, ihr Schweine. Wer hat denn alles gewusst? Ich glaube, die Leute, die in Kapstadt waren, haben ja nicht gewusst, dass wir nach Tooth Island fahren, oder? Oh je. Da wären wir. Oh, das hat länger gedauert, als ich gedacht hätte. Den Rest musst du alleine gehen. Ich mache keinen weiteren Schritt auf diesen verfluchten... Sag mal... Außerdem bist du mir sympathisch und ich will nicht, dass es dich auch erwischt. Alle anderen, die ich durch diese Insel führe, machen es schließlich nicht lange. Was hast du hier erlebt? Ich habe böse Erinnerungen an diesen Ort. Eigentlich müsstest du das wissen. Wieso? Ach, schon gut. Vergiss es. Kannst du mich sonst irgendwie unterstützen? Ich glaube nicht. Alles, was ich dabei habe, ist etwas Salatöl. Ich wollte dir einen Salat zubereiten, wenn du fertig bist. Sollte eine Überraschung werden. Aber ich habe sowieso die Salatschüssel vergessen. Ach. Hier, werde glücklich mit meinem Salatöl. Gut gemacht. Nicht ganz mein Geschmack. Und wieso zum Teufel ist jetzt mein Boot schon wieder im Arsch? Ich hab's doch geflickt. Verdammt nochmal. Jetzt reicht's. Auf da. Zeit. Dieser Pfad kommt mir seltsam vertraut vor. Als wäre ich schon mal hier gewesen. Ein Rätsel zu lüften, wollte ich gerade sagen. Ja, vielleicht warst du ja schon mal hier, Jackie. Als Baby. Das ist also das Anwesen der Keens, möglicherweise. Ich kenne diesen Ort irgendwoher. Nur nicht so kaputt. Okay. Eher ein Ex-Wagen. Ja, wir müssen uns hier also ganz neu umschauen. Völlig neues Areal. Ein großer, frischer Kürbis. Ein großer, frischer Kürbis. Ein großer, frischer Kürbis. Aha. Gut, ich verkneife mir diesmal. Immer alle einzeln anzuklicken und mir die verschiedenen Betonungen anzuhören, denn... Das ist mir jetzt zu blöd. Hier wurde wohl jemand vor langer Zeit mitten in der Arbeit unterbrochen. Ach komm, einmal noch. Ein großer, frischer Kürbis. Ach, schön. So, hier kann man nicht rein. In die Hütte. In den Verschlag, wie auch immer. Erinnert mich irgendwie an das Werkzeug der Korbflechterin, die ich im Waisenhaus von London kennengelernt habe. Es scheint noch größtenteils intakt zu sein. Das Ding ist total verrostet. Na gut. Wir haben ja Salatöl dabei. Gegen Rost. Da oben ist die Botanikstation. Hier sind The Keens. Oder? Hundertprozentig. Ziemlich kaputt. Fängt an mit DK. Vielleicht DK? Drift King. Donkey Kong. Hilft, Flüssigkeiten zielgenau einzufüllen. Mhm. Mit den meisten Sachen kann man nichts mehr anfangen. Kann ich da nicht hin? Kann ich anscheinend nicht. Huch. Na dann müssen wir wohl nach oben. Los. Los. Eieieiei.
Teufel ist das hier alles? Das muss die Botanikstation sein. Ich muss da irgendwie reinkommen. Hatte Dr. T hier irgendwie sich die teefressenden Pflanzen zu eigen gemacht? Vielleicht hat er die gar nicht selber entwickelt, sondern die haben die Keens vielleicht entwickelt und er hat das irgendwie gestohlen? Ich weiß es nicht. Huch. Achso, das ist ein Tor. Die Pflanze versperrt die Tür. Na gut. Blumenkasten. Ein Blumenkasten. Leck mich hier mal schon, wie viel Zeug wieder dabei. Ein Blumenkasten. Etwas ist hier mal durchs Fenster geflogen. Vielleicht ein Blumenkasten. Entschuldigung, ich meine natürlich. Etwas ist hier mal durchs Fenster geflogen. Vielleicht. Ein Blumenkasten. Schön. Teil eines technischen Gerätes. Okay. Das scheint einmal ein Windrad zur Energieerzeugung gewesen zu sein. Hier geht's nicht weiter. Ah. Buch 3. Neue Forschungsergebnisse. Dank unserer modernen Ausrüstung können wir Pflanzen auf unglaubliche Weise manipulieren. Benötigt wird die richtige Menge an Wasser, Licht und Spezialdünger. Dann gedeihen unsere präparierten Pflanzensamen in nur Sekunden. Außerdem können wir unsere Ausrüstung dazu verwenden, völlig neue Arten zu erschaffen. So wird der Welthunger bald ein Ende haben. Hinweis am Ende der Seite: Alle Geräte und Forschungsmethoden gehören der Dr. T Trading Company. Aha. Also wenn ihr mich jetzt fragt, dann haben die Keens hier schön geforscht, um den Welthunger zu beenden. Ist ja logisch, die Keens waren nett. Der Dr. T hat allerdings in Wirklichkeit entweder von Anfang an oder dann irgendwann später den Plan gehabt, diese Forschung sich zu eigen zu machen, um eben seine teefressenden Pflanzen zu züchten. So. Der Albtraum eines jeden Klempners. Okay, damit müssen wir bestimmt noch was machen. Hier hinschauen, bitte. Ah, ist ja cool. Voll die geile Aussicht. Betrachte gefährliche Stelle. Diese Stelle macht mir besonders Angst. Irgendwie weckt sie Erinnerung. Was ist hier nur passiert? Da ist damals Baby Jack runtergefallen und im Wasser gelandet und dann nach London gespült worden vors Waisenhaus. Spoiler. Nee, keine Ahnung. Wahrscheinlich wird es genauso passiert sein. Merkt euch meine Worte. Okay, wo sind wir denn jetzt gelandet? Ich sitze denn hier aus, erinnert mich ein bisschen an. Ich habe mal auf der PlayStation 2 ein Crash Bandicoot Spiel gespielt. Dachte so ähnlich ausgesehen. Hier wird Saatgut aufbewahrt. Eieiei, ist das hier ein riesiges Areal. Hier ist sie also. Die Saat des Bösen. Ach so, schön. Ja, ich werde jetzt nicht über dieses X da drüber gelatscht, einfach sieht so. Sieht aus wie aus einem Tierversuchslabor. Ach, was ist denn das? Entladen. Hebel umlegen ist gleich rot, bedeutet schwarze Pflanzen des Todes. Dann die Maharaja rasseln, schütteln. Na, wie heißen die? Maharaja, vollkommen Schwachsinn. Wie heißen denn diese Rasseln? Schreibt's mal in die Kommentare. Ich hab's vergessen. Macarena, keine Ahnung. Jedenfalls die rasseln und dann kommt ein Roastbeef dabei raus, weiß man doch. Ich hab keine Ahnung, was das hier bedeutet. Das ist doch ein Roastbeef. Das ist französisch und bedeutet gebratenes Fleisch. Beeindruckende Technik. Da schon mal die Lampe, okay. Elektrizität.
Es ist eine Anleitung. So viel ist ja sowieso klar, aber... Das ist alles ganz komisch hier. Ich schau nochmal in das Eck da drüben. Teile eines seltsamen kleinen Fluggeräts. Ventil. Erstmal bloß anschauen, nicht benutzen. Ist vielleicht es klüger. Ist an diesem großen Rohr angebracht. Eine Reihe von Klempnerwerkzeugen. Ein ganzer Haufen Werkzeuge. Zangen, Hämmer und sogar Rohraufsätze. Okay, da kommen wir nicht durch. Rohr. Hört sich an, als würde ein Gas durch das Rohr strömen. Okay. Was ist da unten? Da geht's noch weiter. Ei. Na gut. Hä? Ach Gott sei Dank. Dann hat jetzt diese Erkundungstour endlich mal ein Ende und wir können anfangen zu rätseln. So. Wenn das keiner in die Kommentare schreibt mit den Rasseln, dann... Ich sag's euch. Ich werd's googeln. Also. Hier ist irgendwas... Irgendwas mit dem Hebel und... Jetzt ist noch alles... Es leuchtet noch alles rot, oder wie? Ich benutze mal den Hebel einfach. Mal schauen, was passiert. Huch! Und jetzt? Eine Art Führungsrinne zum Bewegen der Rampe. Soll ich da irgendwas reinlegen, oder wie? Okay, die Kameraperspektive will nicht, dass ich da irgendwie noch weitergehe. Hier ist sie also. Achso, das ist auch die Saat des Bösen. Ach, das sind Bomben. Bomben! Darin befinden sich anscheinend Kokons. Na gut, also... Diese tieffressenden Samen, Pflanzen, Dinger, die Saat des Bösen ist in den Bomben drin und ja, wir kennen ja ungefähr schon den Plan vom Dr. T. Von dem her ist es ja jetzt nicht so schwer zu erraten, was der damit vorhat. Aber das hier sieht ziemlich verlassen aus. Das ist nicht seine eigentliche Operationsbasis, glaube ich. Vielleicht auch doch, ich weiß es nicht. Wenn ich es mir recht überlege, doch, könnte eigentlich sein. Aber warum ist dann keiner hier? Es ist ja noch alles ziemlich intakt hier, abgesehen von dem verrosteten Rohr draußen. Na gut, ich drehe jetzt mal an dem Ventil. Ja, genau, dahin bis zu dem rostigen Teil. Okay. Soll ich denn da mal nachschauen? Ich schau mal nach. Ach mein Gott, blöde Kamera. Geh doch mal dahin, wo ich will. So. Dieses Stück führt nach oben den Berg hinauf. Dieses Stück führt in Richtung Gewächshaus. Okay. Das ist anscheinend wichtig. Das leicht gebogene Rohrstück passt. Ah, und jetzt? Da ist ein bisschen Spielraum. Schade, es geht ganz knapp am Rohr vorbei. Ah, okay, jetzt habe ich es nochmal umgebogen. Der Wasserstrahl zielt leider ins Nichts, anstatt die andere Rohrhälfte zu... Schade, es geht ganz knapp am Rohr vorbei. Okay, dann müssen wir hier noch irgendwas machen. Dieses Stück führt in Richtung Gewächshaus. Können wir das irgendwie... Ah, ja. So sollte es funktionieren.
Aber ein Klempner wird so schnell wohl trotzdem nicht aus mir. Cool. Somit kommt jetzt wenigstens Wasser dann da drüben hin, denke ich. Und was es dann mit dem Wasser auf sich hat, werden wir wohl in der nächsten Folge erfahren. Tja, Leute, wenn es am spannendsten ist, sollte man aufhören. So, ja, bis zum nächsten Mal. Bleibt gespannt. Tschüssi.